Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 15 zum finalen Kampf gegen den anderen Lucis. Oh yeah! Wir gehen einfach zurück in der Zitadelle. Nicht mehr weit bis zum Thronsaal. Wird das der letzte Kampf, Freunde? Letzte Kampf, den wir bestreiten. Ich muss sagen, ich sehe ziemlich aus wie mein Vater, ne? Teil von Adens krankem Plan? Ja, er hat uns einen Empfang vorbereitet. Funktioniert der Aufzug etwa noch? Ja. Sieht ganz so aus. Er führt uns direkt zu sich. Sehe ihm eigentlich ähnlich, jetzt auch noch Verstecken zu spielen. Ich sehe aus wie mein Vater, das ist richtig krass. Also mit langen Haaren. Aufzug. Und dieses Spiel hat dann wohl im Thronsaal sein Ende. Da wartet er sicher auf uns. Der Dreckskerl macht echt, was er will. Er hat sich die längste Zeit amüsiert. Ja. Ich bin bereit für den Kampf. Das Ende der Nacht zum Thronsaal. Es ist soweit, Freunde. Das Ende naht. Mann, war ich immer aufgeregt, bevor ich König Regis treffen sollte. Ja, dieser Ort weckt Erinnerungen. Ich war auch einmal hier, am Tag unserer Abreise. Das scheint echt schon ewig her zu sein. Wie unser Team mittlerweile aussieht. Nur noch ein bisschen. Also, bist du bereit, Noct? Ja, nein. Wartet einen Augenblick. Prompto? Zeig nochmal deine Fotos. Wie? Klar. Darf ich eins davon als Erinnerung mitnehmen? Klar. Gerne. Okay. Hier. Such dir eins aus. Ein Erinnerungsfoto. Das sind all meine Fotos, die ich geschossen habe. In vielen Läden wir waren. Hat richtig Spaß gemacht, so viel zu sehen. Ja, es war schön, die Welt zu erkunden. Wer hat uns fotografiert? Ein Foto zeigt nur einen winzigen Ausschnitt des Lebens. Die Welt ist so viel größer. Ein Bild allein vermag sie nicht zu fassen. Ich habe nicht alle Bilder gespeichert, die ich auf Twitter gepostet habe. Du zögerst? Hast du ein Foto gefunden, das dir gefällt? Ich habe ein Foto, was mir gefällt, ja. Aber ich gucke erstmal die anderen durch. Was wir damals alles erlebt haben. Das ist ja wirklich, das ist wirklich so ein bisschen, ja, man dreht so ein bisschen Zeit zurück und dann schaut man sich die Fotos an und das ist cool gemacht, ja. Ich habe ein Foto, das mir gefällt. Bist du dir ganz sicher? Ja. Nicht da. Noct. Dieses Foto soll's sein? Ganz sicher? Ja, das ist das beste Foto, was ich je gemacht habe. Ja. Sind das etwa? Ach du Scheiße. Mein Vater hängt da. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Du kamst, um den Thron zu besteigen. Doch da sitzt schon jemand. Runter vom Thron, Hofnarr. Da sitzt der König. Ich habe gewartet, Noct. Oh, wie lange ich gewartet habe. Endlich. Heute Nacht endet die Linie der Lucis.
Mann, der Typ ist echt nachtragend, was? Zeit heilt wohl nicht alle Wunden. Sitzt er auf dem Thron? Ja, aber nicht mehr lange. Der Platz gebührt mir. Was soll das? Denkst du etwa, ich hätte so lange gewartet, um gegen Günstlinge zu kämpfen? Komm schon, Noctis. Geht's euch gut? Ich hoffe, ihr seid nicht tot. Ich hab genug. Geh doch einfach auf den Thron. Ist so, jetzt bin ich König. Mal sehen, ob aus dem ignoranten, schwachen Prinzen ein weiser, starker König geworden ist. Ich hoffe, du enttäuschst mich nicht. Also, beginnen wir. Nein, beenden wir es. Ach Mann, Spielverderber. Schlagen wir uns die Köpfe. Der erwählte König des Lichts und der von allen verabscheute und verstoßene König. Hey, Magie zählt nicht. Au! Schmeckt dir das? Stirb! Hör mit deiner scheiß Armbrust, ich will dir wehtun. Aha, aha! Tut was weh? Das Leben ist nun mal schmerzhaft. Tut dir das vielleicht weh? Du tötest dich selber, mein Freund. Au! Ach du Scheiße, ey. Wieso verliere ich so viel Leben? Der soll auch mal so viel Leben verlieren. Kamera, bitte. Danke. Komm doch her zu mir. Der hat natürlich die gleichen Tricks drauf wie ich, ne? Okay, pass auf. Ich habe ja noch ein bisschen Magie am Start. Wir brezeln uns jetzt irgendwas Hammerhartes zusammen. Aus dem, was übrig ist. Mega Phönix. Wirkt Feuer, gefolgt von bis zu dreimal Feuer oder Blitz nach Zufallsprinzip. Nein. Etwas, wovon ich so viel habe, dass das scheiße viel ist. Ich habe 24 von dem hier. Ah. 18 von dem. Das muss richtig zecken, muss das. Wirkt Feuer in Kombination mit einem Statuswert Malus. Effekt von Gift. Gift ist natürlich geil, ne? Vielleicht hilft das, ihn ein bisschen fertig zu machen. Komm, wir nehmen Gift. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, ob das gut sein wird, aber wir nehmen Gift. Wir nehmen Gift. Auf geht's, Leute. Davon habe ich 14 Stück. Ich hoffe, das wird helfen. Gefällt dir meine schöne neue Welt? Ich habe mir Mühe gegeben, sie unwohnlich zu gestalten. Hoppla!
Und diese Kamerasteuerung, ne? Die ist so kacke. Jetzt brenne ich auch noch. Wie schmeckt dir das? Hast mich gar nicht getroffen, Bengel. Willst du aufgeben? Ich lass dich aber nicht. Mehr hat der König des Lichts mir nicht zu bieten. Du bist schwach, viel zu schwach. Ach, verdammt. Bring dich gefälligst mal ein bisschen mehr an. Hast du nun mächtige Kräfte erhalten oder etwa nicht? Ach, du Scheiße. Weiß nicht, soll ich mal den Ring machen? Hilft das? Nicht wirklich, ne? Okay, Supertrank. Was haben wir hier? Superreflektor regeneriert die aktuellen LP schrittweise. Muskelstärker. Achso, ich bin gerade sowieso noch dabei, deswegen. Ah, ich kann nur eins davon, ne? Ja, stimmt. Oh, Muskelstärker. Jungfernkuss heilt Frosch, heilt Stein, steigert die Magie. Verdammt. Ich muss was wegen meiner MP tun, ne? Was war das nochmal, Aether? Im Leben nicht, mein Freund. Niedergeworfen. Leide unter meiner Macht. Ja, und ich habe da schon ganz viel Leben für die abgezogen. Ach du Scheiße. Sieh an. Endlich scheinen meine Rachepläne aufzugehen. Mein großer Traum geht heute in Erfüllung. Keine Sorge. Noch ist es nicht vorbei. Na, das wollen wir doch mal sehen. Wer ist stärker? Der Kristall oder ich? Was willst du? Eure Kraft! So gefällst du mir schon weitaus besser, König Nocte. Was geht denn hier ab? Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue, aber ich tue mir irgendwie weh. So, ich ziehe mir noch mal einen Supertrank rein. Weil ich es kann, ich habe noch ein paar. Supertrank? Ich dachte schon, das geht nicht mehr. Oh ja, aufs Maul, du Bengel. Aufs Maul. Die Kamera, bitte. Na komm. Den kriegen wir noch. Den kriegen wir noch. Oh Gott, ist das so anstrengend. Der Kampf ist so... Oh Gott. Ich weiß nicht, ihr seht wahrscheinlich nichts außer irgendwelche zwei Figuren, blau und rot, die da hin und her fliegen. Aber es ist echt schon krass. Ja, komm.
Oh. Ich glaube zwar nicht, dass er besiegt ist. Wer von uns beiden wird wohl zuletzt lachen? Jetzt kommen die Götter. Sieh an, wen haben wir denn da? Die Herrschaften sind nur hier, um deinen Tod zu bezeugen. Als dein Vater starb, warst du mit deinen Freunden in der weiten Welt unterwegs und hast dich amüsiert. Und als Luna starb, hast du vor Schöpfung ein Nickerchen gemacht. Denkst du, 10 Jahre reichen, um stärker als ich zu werden? Hast du eine Ahnung, wie lange ich in der Dunkelheit verbracht habe? Alter Tübi. Ich kann mich heilen. Du offensichtlich nicht. Also sie machen so viel Schaden. Er hat so viel Leben. Und danach habe ich gewonnen. Jetzt habe ich eine Armbrust. Ich greife mit allen Waffen, mit allen Königswaffen an. Die Armbrust war eine Königswaffe, die ich noch nicht gefunden habe. Sieh an, des Vaters Schwert in des Sohnes Hand. Krass. Es ist vorbei, König Noctis. Vertreibe die Dunkelheit und gib der Welt ihren Frieden zurück, während ich erneut vergessen werde. Aber diesmal wirst du Frieden finden. Schließ die Augen. Du wirst sie nie wieder öffnen müssen. Ich warte im Nichts auf dich, Noctis. Heimkehr. Ich wünschte. Ja, ich weiß. Viel Glück. Du schaffst das. Prompto. Gladio. Ignis. Viel Glück. Denkt dran. Gebt niemals auf. Ignis hat die Augen offen. Leb wohl. Noctis. Nur ein Auge hat offen. Majestät. Ihr könnt doch als meine Wachen da bleiben. Oh. Oder auch nicht. Bis bald. Thank you.
bin ich zurück. War ein langer Weg, aber ich bin jetzt soweit. Ich danke euch. Luna. Jungs. Vater. Unsere Erinnerungen geben mir Kraft. Könige von Lucis. Kommt zu mir! Das waren gar nicht die Götter, glaube ich, oder? Das waren die Könige. Oh, oh, oh.
Happy End. Genug gemault. Ja, ja. Fertig? Ja. Und los! Echt unglaublich. Willkommen im Leben, Prinz Noctis. Wir sind zu schnell gefahren. Aber wenn's doch so einen Spaß macht. Ein schöner Einstand jedenfalls. Ach komm, Gladio. Was denn? Das schaffst du auch alleine. Von wegen. Als würden wir einen Unterschied machen. Pronto. Finger an die Karre. Ihr solltet euch den Atem sparen. Und du mit mir tauschen, Ignis. Du warst doch gerade erst im Wagen. Ja, genau. Ich bin der Nächste. Hörst du? Ja, Freunde. Das war Final Fantasy 15. Deswegen hat die Spielaufzeichnung auch gestoppt, wegen der Musik. Ja, es war auf jeden Fall ein cooles Spiel. Wir werden uns definitiv hier wiedersehen, also so ist es nicht. Wir haben ein bisschen was zu tun, für alle, die das gerne sehen möchten. Aber an sich, coole Story. Ich hätte viel mehr Fotos speichern sollen und... oh Gott, meine Stimme. Ich habe gerade circa 12 Folgen aufgenommen, deswegen ist meine Stimme ziemlich im Arsch. Darling, stand by me. Oh, na. Das ist so cool. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Kennt ihr das, wenn ihr ein Spiel durchgespielt habt? Ich fühle mich richtig stolz gerade, dass ich es durch habe. Also, es war das einfachste Final Fantasy, was ich jemals gespielt habe. So viel kann ich euch dazu sagen. Aber es war auch eins der coolsten. Die Story... war ein bisschen seicht, von einem Final Fantasy Stil her. War natürlich eine richtig coole Story, aber für einen Final Fantasy Teil war sie ein bisschen seicht. Das könnte auch daran liegen, dass das das erste Open World Spiel ist von denen. Natürlich haben sie auch schon MMORPGs gemacht, klar, ist aber nicht dasselbe. Es ist das erste Open World Final Fantasy, was im Einzelspieler zur Verfügung steht. Und man merkt auch richtig, dass die Story darunter gelitten hat. Wie es bei so vielen ist. Bei vielen, vielen, vielen Titeln, die Open World machen. Die Story wird einfach vergessen. Sag mal, schiebt ihr überhaupt? So fest ich kann. Mit voller Kraft. Nur noch ein bisschen. Seht mal! Was? Da vorne! Das Schild! Ha! Jeder Meter ist einer zu viel. Und das ist im Endeffekt das Problem von vielen Spielen, die zwingen sich auf Open World zu gehen. Nicht schlapp machen. Sklaventreiber. Die zwingen sich auf Open World zu gehen, weil das ja halt, sie gehen halt mit der Masse. Sie nehmen das, was den Leuten gefällt. Aber bei Final Fantasy war es schon immer so, dass es einem gefallen hat, dass es eine richtig geile Story hatte. Klar war sie linear und klar gab es auch einmal diese Open-World-Bereich, wie bei Final Fantasy 7, wo du plötzlich auf der Karte bist, oder bei Final Fantasy 13, wo du auch auf der Karte bist. Das war aber eher so nebensächlich. Das, was wir hier haben, ist halt eine vollständige Karte, wo du richtig rumlaufen kannst. Und das, ja... ich weiß nicht, es war schon cool, so ein leichtes RPG-Feeling gehabt zu haben, aber ich hätte doch schon gerne ein Fokus auf die Story gehabt, ohne die ganzen Nebenaufträge, die an sich ja schon ganz cool waren, aber eine lineare Story wäre schon echt cooler gewesen. Ich denke, das wäre besser angekommen. Ich denke, linear wäre viel, viel besser angekommen. Naja, dennoch, ich habe es durchgespielt, ich hatte meinen vollen Spaß dran. Es hat immer noch das Final Fantasy Feeling, was ich liebe, und ich hoffe, ich kann euch demnächst noch mit weiteren Final Fantasy-Teilen beglücken. Ist ziemlich lange her, dass wir zelten waren. Viel zu lange. Hm.
Wisst ihr... Was ist? Also ich... Scheiße. Weiß auch nicht. Mir fehlen die Worte. Es ist so. Ich bin mir meiner Sache sicher. Aber wenn ich hier so mit euch sitze und rede, dann würde ich am liebsten aussteigen. Kann ich gut verstehen, dass ich das mal von dir höre. Wunder geschehen. Vielen Dank, Jungs. Bessere Freunde gibt es nicht. Luna Freya. Du warst tapfer. Vielen Dank, dass du meinem Sohn den Ring überbracht hast. Wie du weißt, hat Noctis seine Fehler. Doch ich bin stolz auf ihn.
Ich wünsche euch beiden, dass ihr glücklich werdet. Huch, hat sie ihn doch überlebt. Final Fantasy 15. Danke. Bitte.